Hola, hola, liebe Mallorca-Fans, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem neuen Video und heute geht es um ein tolles Restaurant von Emilio in der Altstadt. Emilio selbst ist schon seit Jahren auf Mallorca total bekannt, steht für Qualität und richtig gutes Essen. Ich freue mich sehr. Ich auch. Ja. Ja, dann schauen wir rein. Viel Spaß dabei. Emilio, sag mir noch mal ganz kurz, was ist denn das Besondere an deiner Küche? Also das Besondere muss ich sagen, was ich sehr, sehr gut finde, dass du dich um jeden Kunden selber kümmerst, dass du selber da bist und dass du auch immer ein Auge drauf hast auf alles. Ich bin immer dabei. Du bist immer dabei. Ich habe auch beobachtet, du probierst auch selber. Ich probiere alles, alles. Das finde ich sehr gut. Es kommt nicht ein Gericht, das ich nicht probiere. Ja. Und was macht es aus, das Besondere von der Art und Weise von der Küche? Da ist alles, alles Frisches. Ja. Also wir haben es. Du kannst nichts vorbereiten. Finde ich auch gut, dass man alles sehen kann. Und es sind noch deine eigenen Rezepte, glaube ich. Ne? Ja, das heißt, es gibt nicht das typische Schnitzel, was man kennt, sondern es gibt wirklich alles, was es hier gibt, ist eigentlich von dir selbst kreiert, oder? Und es gibt, das kannst du in keinem Kochbuch finden, weil das kommt alles plötzlich. Weißt du? Ja. Auf einmal bin ich, trinke Kaffee und sage, oh, jetzt will ich einen Korma, wie heute. Und dann stellst du dich in deine eigene Küche und dann probierst du selber aus, oder wie geht das? Und dann probierst du, wie schmeckt das? Wir probieren das alles zusammen. Ja, ja. Claro. Okay. Und es ist gut dann. Es gibt keine Regeln. Ja. Wir sind nicht so wie normale Köche, weil ein normaler Koch ist immer da. Wie bist du denn? Bist du richtig ausgebildeter Koch? Nein, Rechtsanwalt. Du Rechtsanwalt bist du? Ja. Ach so, das heißt, du hast dann einfach angefangen und hast einfach mal selber... Aus Leidenschaft. Und dann bist du nach Mallorca gekommen und hast ein Restaurant aufgemacht. Ein Restaurant aufgemacht. Hätte ich nie gedacht. Aber wie war der Plan? Wolltest du eigentlich nur Urlaub machen hier, oder? Ich war in Amerika, in Augusta. Ich war schon eigentlich ein Chef in Augusta, in Amerika. Ah, okay. Bei der Partie in Augusta, in Georgia. Ja. Und ich musste mein Visum erneuern. Ja. Ich musste 7 Tage nach Spanien. Das sind schon 15 Jahre. 7 Tage auch nach Mallorca warst du hier? Mhm. Und dann bist du immer hier geblieben. Warum? Immer hier geblieben, weil es hat mir so gut gefallen. Ja, mir gefällt es auch sehr gut bei dir. Also vielen Dank nochmal. Ja, ja. Verrat mir doch nochmal, wer sind deine Kunden? Nationalitäten? Nationalitäten haben wir hauptsächlich Gäste aus Schweden. Ach so, okay. Also viele, Skandinavier hauptsächlich? Skandinavier, Norwegen, der Schweiz, Österreich, Deutschland, England und lokale Gäste. Also komplett international. Habt ihr auch Mallorquina? Weniger, aber gibt's auch. Okay, sehr gut.